Herzlich willkommen aus Altenmarkt Zauchensee. Neben mir stehen zwei absolute Skilegenden, Benny und Marlies Reich. Danke für eure Zeit. Ich weiß, ihr seid schon die ganze Woche in der wunderschönen Natur unterwegs mit Familie. Und ich habe mir sagen lassen, jetzt kürzlich den Look von Look Magazin den Award bekommen, Family for Future. Zukunft ist auch bei Atomic ein riesengroßes Thema, die grünste Skiproduktion überhaupt. Seht ihr da Parallelen zu eurem Leben, kann man das so sagen? Ja, ich meine, sicher ist heute jeder sensibilisiert und probiert mit seinen Möglichkeiten, im Rahmen seiner Möglichkeiten, vielleicht auch Plastik zu sparen. Wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, schauen wir, wenn es möglich ist, dass man, wenn am Berg ein Papierl rumliegt, dass man es einfach mitnimmt, dass man die Kinder schon sensibilisiert für das Thema und ja, einfach in unserem Rahmen, mit unseren Möglichkeiten da, sage ich mal, das Beste zu machen. Jetzt weiß ich, dass ihr schon die ganze Woche in der Region unterwegs seid. Gibt es so einen perfekten Skitag für euch? Wie schaut denn der aus? Ja, möchtest du sagen? Auf jeden Fall schaut er gut aus, weil wenn die Kinder in der Früh aufwachen und schon Lust haben, auf Skifahren raus wollen, rausdrängen, sich bewegen wollen, dann ist der perfekte Skitag eigentlich schon sozusagen angerichtet. Und das ist Gott sei Dank meistens so. Material haben wir sowieso immer gut am Fuß und somit kann es eigentlich losgehen und Spaß haben. Du hast es gerade angesprochen, das richtige Setup ist das A und O, aber nicht nur für uns Erwachsene, sondern für uns Kinder, also auch für die Kinder. Jetzt gibt es da einen tollen Ski von Atomic, den schauen wir uns jetzt mal an. Benny, warum ist der so gut, gerade wenn man Anfänger ist als Kind? Weil die Kinder haben, früher hat man es oft gesehen, heute eh nicht mehr so häufig, wenn sie so richtig so ganz einfache Plastikski haben. Da haben sie natürlich überhaupt keine Freude. Schon aber die Kinder wichtig, dass sie gleich einen richtigen Ski am Fuß haben, sozusagen, wo man einen gescheiten Belag drauf hat, eine gescheite Kanten, eine gescheite Bindung, wo die Taillierung einfach perfekt auch für die Kinder abgestimmt ist und passt. Und da gibt es auch wieder eine Neuheit, das Band X heißt das. Da sieht man, ist ein bisschen Luft unten und die Kinder sind ja nicht so schwer. Und da tun sie sich einfach leichter, sozusagen den Ski in die Kurve zu bringen, in die Kurve zu legen und sozusagen auch sich da zu spielen. Und das ist ganz, ganz wichtig auch für den Spaßfaktor. Und jetzt weiß ich zum Beispiel auch, dass nicht nur eben da das Kindersetup das A und O ist, sondern ich weiß, dass ihr auch seit Jahren, du bist Cloud Series Ambassador, kann man sagen, seit Tag 1. Was macht den Ski so speziell? Ja, von der Cloud Series, sagt schon, es gibt mehrere Ski, also eigentlich für jedes Barkennen, für jede Anforderung den perfekten Ski. Das ist jetzt der Cloud 12, das Topmodell, hat jetzt einen neuen Holzkern, was diesen ganzen Ski noch leichter macht, aber trotzdem die Stabilität in der Kurve ist trotzdem gegeben. Ich denke, das ist sehr wichtig auch für die Damen, dass der Ski nicht zu schwer ist, aber dass man trotzdem sehr sportlich damit fahren kann. Er hat die Servotec-Technologie, wirkt wie eine Servolenkung, macht den Ski einfach in die Kurve, also kann man einfach in die Kurve reinlenken. Was haben wir noch neu? Die Oberfläche. Ja, genau. Das Design. Das Design ist sehr reduziert, sehr, sehr schön und klassisch, wie ich finde. Und hat jetzt auch eine sehr neue, robuste Oberfläche. Sage ich, die perfekte Verbindung für Performance und Style. Auf den Punkt gebracht, naja, Herr Frau. Ganz wichtig. Du im Gegenzug hast was? Deinen Ski natürlich in der Hand. Ja. Vielleicht kannst du so ein bisschen einen dazu. Meiner Skis, und das ist natürlich der X9, glaube ich, kennt man eh schon mittlerweile, ist schon ganz was Tolles. Auch wieder natürlich Servotec. Wichtig ist einfach bei dem Ski, dass er sehr, sehr agil ist, sehr, sehr vielseitig ist, eben wie gesagt, Kurzschwing, längere Schwinge, stabil und agil, den ganzen Tag über fahrbar, weil er einfach, ja, wie gesagt, einfach zu fahren ist und einfach auch zu handeln ist. Nicht nur die Ski sind wichtig, sondern allen voran auch der Helm. Also man sieht kaum mehr Menschen, zum Glück muss man sagen, auf der Piste, die keinen Helm tragen. Was macht den Helm jetzt, den ihr zum Beispiel aufhabt, und die Skibrille allen voran auch natürlich, so einzigartig und so gut? Ja, ich sage mal, das Erste ist der Helm. Natürlich Sicherheit, muss auch angenehm zu tragen sein. Ich persönlich kann gar nicht mehr vorne ohne Helm, weil man, glaube ich, viel zu kalt werden würde und ich mich einfach nicht sicher fühlen würde. Da würde ich sagen, vielleicht hast du mal deinen Helm, aber dass wir es ein bisschen zeigen können. Ja, natürlich. Inklusive Frisur. Und zwar, der Helm ist sehr individuell einstellbar auf zwei Stufen. Man kann ihn da hinten verstellen und man kann auch da die Weite verstellen. Also ich glaube, dass der eigentlich so ziemlich jeden passt. Er hat den Amid-Schaum, was das Ganze beim Aufprall sehr sicher macht. Und
Wir haben da ein 2-Zonen-Belüftungssystem, das man individuell öffnen kann, wie man es eben gerade braucht. Oder auch schließen. Dann die Skibrille. Ein großes Thema und echt ein wichtiges Thema auch, Benni. Vielleicht kannst du die Key Facts kurz den Zuschauern erklären. Ja, die Brille muss natürlich in erster Linie mal auch wieder passen, so wie der Helm genauso, dass es einfach gut sitzt am Gesicht, dass kein Wind reinkommt zeitlich, dass man natürlich ein großes Sichtfeld hat, das ist, glaube ich, auch das Um und Auf, auch gute Gläser. Ich sage, der Helm ist die passive Sicherheit und das ist die aktive Sicherheit. Ich denke, wenn man gut sieht, das kann jeder nachvollziehen, dann wird man erstens einmal mehr Spaß haben und wird auch sicherer fahren und wird vielleicht nicht stürzen und dann braucht man den Helm gar nicht. Also am Ende ist die Brille natürlich ganz, ganz wichtig und der Helm ist das Backup. Jetzt haben wir vorher gesprochen über das Kinderthema und ich finde, das ist ganz ein wichtiges, weil wir haben ganz viele Zuseher auch mit jungen Kindern oder jungen Menschen zu Hause. Jetzt ist es ja so, es wird immer alles ein bisschen früher. Gibt es irgendwie so das richtige Alter, wann man als Eltern quasi die Kinder das erste Mal auf die Skier stellt? Ich denke, Kinder, das weiß jeder, die sind sehr, sehr unterschiedlich auch in ihrer Entwicklung. Wichtig ist, sie müssen wollen, sie müssen Spaß haben. Unser Kleiner hat die Ski schon einmal ausgezogen und hat gesagt, ja, passt, ziehen wir es halt einmal an die Ski. Ja, und dann kann man anfangen, wenn die Kinder auch wirklich Lust drauf haben, wenn sie es vielleicht auch bei den Eltern sehen und man das einfach gemeinsam macht und das auch vorleben kann. Gibt es irgendwie einen Rat, Benni, von deiner Seite, dass ein Spaß nicht sofort Überforderung wird? Ja, wichtig ist, so wie man halt eigentlich in jedem Skilehrertraining oder Ausbildung lernt oder auch beim Trainer lernt, vom Leichten zum Schweren, das ist natürlich eh logisch, weil ich sage, wenn man gleich mit dem steilsten Hang anfängt, dann wird das Kind keine Gaudi haben. Also wirklich flach anfangen, lang flach fahren, dann stehen sie locker drauf, richtig drauf und dann lernen sie das auch sehr, sehr einfach. Und am Ende ist es auch wichtig, finde ich, vielleicht am Tag ein bisschen früher aufzuhören, wenn sie noch Lust hätten, eigentlich nochmal oder zweimal zu fahren, dann haben sie Lust auf den nächsten Skitag vielleicht wie gesagt, sie haben eben länger Lust und das ist auch das, was zählt. Und gemeinsam machen. Und das ist, glaube ich, jetzt ein gutes Schlusswort, ein guter Punkt, weil eure Kinder warten sicher auch schon im Tal. Genießt den gemeinsamen Tag noch mit euren Kids beim Skifahren. Ihr habt das beste Setup, besser geht's nicht. Und wir sagen danke an die ganze We Are Skiing Community fürs Zuschauen und natürlich euch vielen Dank fürs Beikommen. Danke. Ciao, ciao. Ciao.